Vorbereitung auf den Tag, dass irgendwann auch die SPD die Regierung übernimmt. Und dann mit Beginn der Regierung entstand eine Entfremdung? Nein, die Abkühlung begann ein oder anderthalb Jahre vor seiner Kanzlerschaft. Der Anlass dafür war die damals sehr umkämpfte Notstandsgesetzgebung, die Ergänzung des Grundgesetzes, die den Zweck hatte, die den Alliierten vorbehaltenen Rechte, Eingriffsrechte abzulösen. Die Notstandsgesetzgebung wurde ausgearbeitet von der Regierung Kiesinger-Brandt. Und sie war im Bundestag, Außenminister in der Zeit. Sie war im Bundestag umstritten, in der eigenen Fraktion besonders umstritten. Aber die sozialdemokratischen Minister dieses Kabinetts überließen die Überzeugungsarbeit. Man brauchte für eine Grundgesetzänderung zwei Drittel aller Abgeordneten. Die Überzeugungsarbeit, die notwendig war, das haben sie großzügig mir überlassen. Das galt auch für Willy Brandt. Die haben dann in den Fraktionssitzungen dabei gesessen und kaum das Wort ergriffen. Das hat mich sehr gestört. Das heißt, Sie waren auch persönlich getroffen? Es hat mich persönlich sehr gestört, ja. Ein Staatsmann, der bei Ihnen persönlich einen großen Eindruck hinterlassen hat, mit dem Sie sehr befreundet waren, Sie haben auch in einem Buch mal geschrieben, ich habe ihn geliebt, ist Anwar al-Sadat. Warum standen Sie sich und Sadat so nah? Was war das für eine Männerfreundschaft? Schwer zu sagen. Am Anfang wahrscheinlich gegenseitige Sympathie. Aber dann habe ich zu seinen Lebzeiten von ihm ungeheuer viel gelernt. Ja. Ich wusste vorher nichts vom Islam. Alles, was ich zunächst vom Islam begriffen habe, stammt von Sadat. Und ich habe alles das, was er mir gesagt hat, über die gemeinsamen Wurzeln, zum Beispiel des Judentums, des Christentums, des Islam, das habe ich dann in den folgenden Wochen, Monaten versucht nachzuprüfen, soweit ich dafür Zeit hatte, habe Bücher gelesen, Koran gelesen, Bibel gelesen, verglichen, Altes Testament, Neues Testament. Das heißt, er hat eine Sicht für mich eröffnet, die ich vorher nicht kannte, die ich nicht hatte. Er war der Meinung, dass die drei monotheistischen Religionen gemeinsamen Ursprung hatten. Aber das habe ich vorher nicht gewusst. Heute wissen das viele Leute. Damals war das relativ ungewöhnlich. Ich habe auch nicht gewusst, dass Jesus von Nazareth im Koran hinter dem Propheten Mohammed die zweitnächst wichtige Person ist. Das habe ich von ihm gelernt. Was mir an ihm imponiert hat, war, dass er das nicht als Theorie im Hinterkopf hatte, sondern dass er die praktische Schlussfolgerung gezogen hat und sich quasi selbst eingeladen hat, bei seinem Feind aus mehreren Kriegen und in die Knesset nach Jerusalem gegangen ist, um Frieden anzubieten. Und dafür ist er dann ja auch umgebracht worden, so wie später ähnlich ein Israeli, Yitzhak Rabin, umgebracht worden ist von seinen eigenen Landsleuten. Ebenso wie Sadat von seinen eigenen Landsleuten ermordet worden ist. Haben Sie mit ihm darüber persönlich geredet damals, dass diese Reise nach Jerusalem... Wir haben darüber mehrere Male vorher geredet. Wusste er um die Gefahr? Ja, das wusste er sehr deutlich. Ja. Er wusste auch, dass er sich mit dieser Reise innerhalb der Arabischen Liga isolieren würde. Er wusste auch, dass man ihn nach dem Leben trachtet. Und das hat er alles bewusst in Kauf genommen. Haben Sie ihn ermutigt zu dieser Politik auch? In meinen Augen war der Mann ein Held. Ja. Herr Schmidt, wir haben seine Witwe in Kairo besucht und mit ihr ein kurzes Gespräch geführt. Hier ist sie.
Als ich damals nach dem Tod meines Mannes nach Deutschland kam, haben die Schmidts mich zu sich nach Hause eingeladen. Seine Frau Loki hat für uns gekocht und Helmut Schmidt und ich unterhielten uns die ganze Zeit. Später kam seine Frau dazu und wir haben zusammengesessen. Helmut Schmidt war ein wirklich wundervoller Freund, wie man ihn heute kaum noch findet, und sprach sehr viel von meinem Mann. Auch als er später nach Kairo kam, um eine Vorlesung zu halten, bat er darum, nein, er bestand sogar darauf, mich in meinem Haus zu besuchen. Ich war wirklich glücklich über seinen Besuch und darüber, dass er sich erinnerte. Wir haben die ganze Zeit über Sadat gesprochen, über ihre Freundschaft, ihre Beziehung zueinander. Wie gesagt, mein Mann bewunderte und verehrte Helmut Schmidt als einen großen Staatsmann und als einen Freund und als Teil unserer Familie. Bis heute ist er der Einzige, dessen Bild ich in meinem Haus aufgestellt habe. Ja, und Sadat, Herr Schmidt hat noch weiter angeführt, Sie mögen doch mal... Ich finde es sehr rührend, was sie da gesagt hat. Ich habe gesagt, ehe ich das wusste, was sie sagen wird, in meinen Augen war er ein Held. Dabei bleibe ich. Herr Schmidt, wir haben das Gespräch letzte Woche aufgezeichnet mit ihr. Sie führt das Erbe ihres Mannes fort durch ihre Lehrarbeit in Maryland, in Amerika. Sie pendelt immer zwischen Kairo und Maryland. Sie hat nebenbei noch gesagt, Mensch, es wäre doch toll, wenn Herr Schmidt nach Maryland mal vorbeikäme. Ja. Ja. Was glauben Sie, ist von der Politik von Sadat geblieben? Sein Nachfolger Mubarak, der jetzt ungefähr ein Vierteljahrhundert im Amte ist, war damals sein Vizepräsident. Und in der gedanklichen Vorbereitung der Idee des Besuches in Jerusalem in der Knesset, in der gedanklichen Vorbereitung, hat Sadat damals zweimal oder dreimal seinen Vizepräsidenten Mubarak nach Bonn geschickt, um mit mir über das eine oder andere zu sprechen. Und dann kam es schließlich tatsächlich zu diesem Besuch. Das heißt, Mubarak war der gleichen Auffassung wie sein Präsident Sadat. Und wenn ich es richtig verstehe, ich bin lange nicht in Kairo gewesen, wenn ich es richtig verstehe, hat er gegen erhebliche Widerstände im eigenen Volk Sadats Politik gegenüber Israel fortgesetzt. Habe ich ihm hoch angerechnet. Wenn man nochmal den Grundgedanken von Sadat nimmt, dass die drei monotheistischen Religionen ihren gleichen Ursprung haben, warum wissen wir, lieber Herr Schmidt, so wenig über die anderen Religionen? Das ist im Wesentlichen ein Fehler in Deutschland der Kirche, der Kirchen. Unsere Bischöfe und unsere Pastoren haben uns erzogen, abfällig über den Islam zu denken. Sie haben uns überhaupt dazu erzogen, abfällig zu denken über andere Religionen. Ich erzähle immer dasselbe Beispiel. Als ich ein kleiner Junge war, in Barmbek in Hamburg, und man hatte eine Rempelei auf der Straße mit anderen Jungs, dann war es ein Schimpfwort, zu dem anderen zu sagen, du bist ja katholisch. Das war was Negatives. Wir sogenannten Protestanten fühlten uns erhaben über Katholiken. Das heißt, unsere Pastoren, unsere Priester, unsere Bischöfe, aber auf islamischer Seite ebenso die Mullahs und die Ayatollahs, auf beiden Seiten haben die Priester Schuld daran, dass wir keine Toleranz gelernt haben gegenüber anderen Religionen. Sadat hat da damals auf die Gefahr eines Clash of Civilization hingewiesen. Für wie real halten Sie denn diese Gefahr heute? Die Gefahr ist heute größer als damals.
Hat das auch was? Eine der Faktoren, die damals eine geringe Rolle gespielt haben, ist heutzutage der islamistische Terrorismus. Ja. Mit der Gefahr, dass wir, die wir vom Terrorismus betroffen werden, dass wir fälschlicherweise diese Terroristen für typisch für die über eine Milliarde muslimischer Gläubiger halten. Es hat auch zu meiner Regierungszeit islamistischen Terrorismus gegeben. Ich erinnere an das Attentat